Und das ist dann nämlich wieder das Problem. Hierhin. Und hier fehlt es ja nur eigentlich da, oder? So. Tja, das machen wir jetzt so lange, bis wir was gefunden haben. Zwei Masken. Kann doch nicht so schwer sein. Ja. Dann verschwindet die. Da verschwinden gleich zwei. Moment. Die war hier. Ja, und hier würde auf der Höhe fehlen und das beißt sich dann wieder mit der da. Und der da oben. Na super. Wie mies ist das denn? So, das beißt sich nur mit der einen. Oh, Gott sei Dank. Na, schau mal an. Unsichtbares Zeichen. Eins von eins, diese Kacheln. Hier befand sich ein Wandbild, aber es wurde beschädigt und ist unvollständig. Müssen wir das jetzt reparieren? Ist das die fette Dame oder was? Na, von mir aus. Wo kommen die Dinger denn jetzt hin? Da waren die Masken. Wo waren denn die Fledermäuse? Hier. Setze eine dunkle Fledermaus auf das Spielbrett, sodass eine Linie mit einer anderen dunklen entsteht und sich dazwischen eine rote oder mehr befinden. Was? Eine dunkle, ich habe aber nur rote. Ach, wir müssen es schaffen, dass mehr rote dann sind als schwarze. Sehe ich das richtig? Nein, sowas wird ja immer sehr schlecht. Verloren. Oh, solche Spiele finde ich Mist. Schlag mal einen Computer. Ja, toll. Dann macht er das in die Richtung. Weil der ja auch immer die besseren Ideen hat, der blöde Rechner, ne? Und es schon sehr spät ist, vor allem. Wir haben gewonnen. Wow. Kriegen eine Blutfiole und ein Freskostück. Ist das hier unten, das Fresko? Doch nicht die fette Dame.
Nein, ein komischer Mann. Drücke alle Bildelemente nach unten, um die Tür zu öffnen. Na bingo. Sowas wieder. Scheiß Kopf noch. So was ist so doof. Weil das ist bei mir einfach nur rumprobieren in der Hoffnung, dass es irgendwann mal fruchtet. Ja, warum? Ach Leute, das ist doch jetzt gemein. Es ist alles hell, außer der doofe Kopf. Jetzt ist es wieder der Arm. Wie fies ist das denn? Ah! Okay, mehr Glück als Verstand. Würde ich dazu sagen, die Tür ist offen. We are underground, Master. Sehr schön. But there's no way out of this room. We must look for clues. There must be some trapdoor nearby. Werden wir finden. Werden wir ganz bestimmt finden. So, was haben wir denn hier schönes? Alkoven. Müssen wir hier was kaputt machen? Nee. Unsichtbare Zeichen. XXX. Drei Metallstücke fehlen. Jetzt kriegen wir eine Kugel. Dietriche. Irgendwo gibt es immer eine Verbindung zu Thief. Gehört die Kugel hier an? Wahrscheinlich. So, wo kamen die Dinger denn hin? Da ist noch Blut. Zum Theater. Da fehlt ein Schlüssel. Wo waren denn jetzt nochmal die Dinger? Hier das Wimmelbild ist weg. Hinter die Bühne. Wo waren denn... Ach, verflixt. Ich hatte da doch schon welche eingesetzt. Nicht in der Uhr. Da fehlt ein Schlüssel. Wo war denn das? Das war doch nicht unten. Ah, Leute. Ja, hier unten gibt's was zu tun und hier gibt's was zu tun. Dann war das auch irgendwo hier. Verschlossen. Ach. Was? Bilde die richtige Reihenfolge von 1 bis 10, um die Tür zu öffnen. Nimm eine Zahl und platziere sie in den Aussparungen über oder unter dem Schloss. In die dunkleren Aussparungen kann nur eine Zahl gelegt werden. In die helleren können mehrere Zahlen in auf- oder absteigender Reihenfolge abgelegt werden. Was? Von 1 bis 10. Drei. 7, 8. Die 1. Die 5 würde ich da mal mit. Ich
denke, in die helleren können mehrere. Ich verstehe es gerade nicht. Hallo. Von 1 bis 10. Die 2 müssen wir uns erstmal halbwegs frei halten. Da ist hell. Da ist dunkel, da kann nur alles. Wieso können wir es jetzt hier nicht hinlegen? Ich verstehe das gerade nicht. Was soll denn der Käse? Reihenfolge von 1 bis 10. Platziere sie in den Aussparungen über oder unter dem Schloss. In die dunkleren Aussparungen kann nur eine Zahl gelegt werden. In die dunkleren, das ist das hier meiner Meinung nach. Und das da. In die helleren können mehrere Zahlen. In auf- oder absteigender Reihenfolge. Ach, die müssen auch noch zusammengehören. Deswegen ging das nicht. Die müssen auch noch zusammengehören. Wenn ich 9, 8, 7 in einem habe. Müsste die 6 dann ins andere. 3, 9. 8, 7. Die 1 nehme ich mal alleine. 5. Ach Mist. Das ist ja jetzt doof. Hat das eigentlich immer die gleiche Reihenfolge? Ja. Neun, acht, sieben. Mitten raus kann ich auch keine wegnehmen.